Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute darf ich euch eine tragbare Powerstation von, ich hoffe, man spricht das so aus, V2Man vorstellen. Und dies ist eine Produktkooperation, deswegen auch Werbung. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gerät hier, wie es ausschaut in echt. Ich meine, wir haben ja hier das Bild. Und bevor ich jetzt hier noch weiter lange rumquatsche, schauen wir uns jetzt den Karton etwas genauer an. Gucken mal nach den Spezifikationen und deswegen sage ich, wechseln wir die Perspektive und auf geht's. So soll dann die Powerstation aussehen. Und hier, ne, das ist das Modell Flash Speed 1000, wovon wir hier 828 Wattstunden nutzbare Leistung haben. Und wir drehen das ganze Ding. Batteriekapazität 828 Wattstunden. Wir haben hier Lithium-Eisenphosphat-Batterien verbaut. Wir können das ganze Ding mit maximal 700 Watt über AC laden, dann 200 Watt über DC und 300 Watt über so einen Anderson-Input, das heißt also Solar-Output über AC bis zu 1000 Watt, ein Peak bis 2000. Aber das ist dann wahrscheinlich nur ein ganz, ganz kurzer Moment. Dann haben wir noch USB-A, USB-C und das ganze Ding soll 17 Kilo wiegen. Ich würde sagen, wir holen jetzt aber das ganze Gerät hier mal aus dem Karton und schauen mal, was hier noch mit dabei ist. Also öffnen wir mal den Karton. So, da haben wir zumal eine Bedienungsanleitung hier, auch auf Deutsch. Und was ich ganz cool finde, wir haben hier ein paar Sticker mit dabei. Echt nice. Ist natürlich auch ehrlich gut verpackt. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Karton. Ein Kaltgeräte-Netzstecker. Ein USB-C auf USB-A-Kabel. Ein USB-C auf USB-C-Kabel. Und das war's gewesen. So, dann haben wir jetzt natürlich hier die Powerstation. 17 Kilo, wie gesagt, das merkt man auch. Und da ist das gute Stück. Designmäßig finde ich das sogar recht gelungen. Die Powerstation gefällt mir echt gut. Und ich glaube, wir haben hier sogar ein Fach. Das ist nice. Rein damit. Klasse. Ja, hier vorne haben wir dann auch alle Anschlüsse bzw. Inputs und Outputs. Und das Schöne ist, dass die alle hier schön beschriftet sind. Man kann also nichts falsch machen. Wir haben zum Beispiel hier den 12 Volt DC Output zweimal. Dreimal USB-A mit 5 Volt 2,4 Ampere und einmal natürlich ein USB 3, dreimal AC-Ausgänge und hier haben wir die Inputs, einmal für den Kaltgerätestecker, einmal DC und hier dann der Anschluss dann halt für diesen Anderson-Anschluss, damit man halt auch die Powerstation über Solar laden kann. Ach hier, den Output habe ich natürlich vergessen. Zweimal USB-C. Dann kommen wir hier zu einer ganz interessanten Sache. Man kann nämlich die Powerstation hier auch dazu verwenden, um einen Auto-Starthilfe zu geben. Da haben wir dann hier einen Anschluss. Und man kann diese Powerstation auch noch erweitern. Da bietet V2Man noch so Zusatzakkus an. Und die werden dann hier damit bzw. hier verbunden. Wir haben natürlich auch durch den Wechselrichter Lüftungseinlässe. Auf der Seite auch. Und hier haben wir auch noch Licht. Das werden wir dann alles gleich testen. Jetzt ziehen wir aber erstmal die Folie ab. Na, komm schon. Ja, schön. Wunderbar. Also mir gefällt die Powerstation ganz gut.
Und aktivieren soll man die, indem man jetzt einfach mal hier so einen Knopf drückt. Wir werden mal auf AC gehen und dann haben wir hier nämlich so eine kleine LED-Anzeige. Schade, kann man schlecht erkennen, es sind 71% Kapazität haben wir hier. Und wenn wir schon mal beim Testen sind, können wir auch gleich mal das Licht anmachen. Ist natürlich echt blöd jetzt hier, mitten in der Sonne, mal das Licht zu testen. So, einmal dunkles Licht, helles Licht, noch helleres Licht. Das sieht aus wie ja, Flash, also SOS, glaube ich. Nee, das ist SOS. Dies hier ist jetzt SOS. Und wieder aus. Und zwar machen wir auch gleich einen kleinen Extremtest. Wir haben ja Anfang des Videos gehört, oder ich habe ja vorgelesen, dass wir bis zu 2000 Watt Peak haben können. Wie lange das anhält, weiß ich nicht. Ansonsten ist das so, dass jede der drei AC-Steckplätze hier 1000 Watt gleichzeitig ausgeben kann, so wie ich das verstanden habe. Und alles, was dann drüber ist, da schaltet die Powerbank nicht ab. Das ist dann halt so, dass zum Beispiel jetzt wie hier der Wasserkocher, der hat jetzt 1300 Watt, würde aber nur 1000 Watt durchlassen. Und da kann das natürlich sein, dass dann einige Geräte nicht funktionieren, wenn die so, sag mal, sensibel sind. Wir versuchen das jetzt hier mit dem Wasserkocher, ob das funktioniert. Wir stecken also rein. Wir aktivieren jetzt hier mal AC. Im Übrigen müssen wir jetzt noch die Stecker hier zuschalten. Wir drücken also nochmal drauf. Wenn dann schon auf den Display, dann wie viele Stunden momentan wir noch zur Verfügung haben und wie viel Watt gerade ausgeben. Ich starte jetzt mal den Wasserkocher. Die LED leuchtet. Mal sehen, ob der auch das Wasser aufkocht. Und wir gucken mal, wie viel wir verbrauchen. Die Powerbank gibt jetzt 1068 Watt ab. Das sind 40 Minuten. Also ich höre das schon im Wasserkocher knackern. Jo, der macht das Wasser warm, tatsächlich. Und der gibt wirklich nur 1000 Watt, also gefühlt 1000 Watt ab. Dann dauert das halt ein bisschen länger, bis das Wasser kocht. Ja, der Akku geht schon runter in der Kapazität, nur noch 63%. Jo, der ist schon heiß. 60%. So, das Wasser kocht jetzt auch. Aber es funktioniert. Es dauert zwar länger, als wie wenn er die volle Leistung kriegen würde, aber es geht. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt hat sich das nämlich alles geändert. Jetzt haben wir wieder Saft für 18 Stunden. Ja, es wechselt. Ich höre den Lüfter laufen. Aber es ist okay. Bei dieser Power Station gibt es noch echt eine coole Funktion. Und die schimpft sich USV. War es USV? Jetzt muss ich mal lunchen. Ja, USV Unterbrechung Stromversorgung. Sprich, damit könnt ihr auch dieses Gerät als, naja, sagen wir mal, kleine Notstromversorgung benutzen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst die Powerstation ganz normal an eure Steckdose anschließen, also AC, ne? Oder Schuko-Stecker. Ich demonstriere das mal jetzt hier. So, wir stecken also jetzt hier den Stecker rein. Verbinden das jetzt hier mit Strom. Und der zeigt uns jetzt hier auch an. Der zieht jetzt wahnsinnige 683 Watt und wäre in 0,5 Stunden voll. Und jetzt müssen wir aber noch ja, unser Gerät, was wir mit Notstrom versorgen wollen, an einen der AC-Steckplätze stecken. Das können also auch gleich drei Geräte gleichzeitig sein. Zum Beispiel jetzt ein Kühlschrank oder euer WLAN-Router oder ein Fernseher, je nachdem, ne?
Wir denken jetzt mal, dass jetzt der Wasserkocher unser Kühlschrank ist. Und den wollen wir dann auch gleich mal, also unterbrechungsfrei mit Strom versorgen. Also der schaltet dann um auf innerhalb von 20 Millisekunden, was relativ schnell ist. Ansonsten ist das nämlich bei der Powerbank so, dass wir laden und Strom ziehen gleichzeitig können. Also gut, wie gesagt, ne, wir müssen also die Powerstation mit Strom versorgen und wir schalten jetzt hier den AC-Ausgang ein. Und der Lüfter springt mal ganz kurz an. Und wir sehen immer noch, der lädt jetzt die Powerstation mit 714 Watt. Ich weiß wirklich nicht, ob man das in dem Video hier erkennt, weil das auch ziemlich schwach ist. Wir starten jetzt den Wasserkocher. Und jetzt ist das nämlich so, der Wasserkocher läuft, dass der Strom jetzt aus dem Netz hier aufgeteilt wird. Sprich, er zieht jetzt diese 1300 Watt, wie der Wasserkocher, die laufen jetzt hier einmal durch und mit dem Rest werden dann 85 Watt, also mit 85 Watt wird dann halt geladen. So, jetzt werden wir mal den Strom unterbrechen, also machen wir jetzt mal einen Blackout oder einen Stromausfall, indem wir jetzt den Stecker hier ziehen. So. Jetzt hat er umgeschalten und wir sehen, dass, oder ja, ich sehe zumindest hier auf dem Display, dass jetzt 1073 Watt in den Wasserkocher gehen und somit der weiter betrieben wird. Also ja, ohne dass jetzt die Geräte ausgehen oder man quasi manuell die Powerstation hier zuschalten muss. Das finde ich schon eine echt coole Funktion und ne, wie gesagt, man kann hier drei Geräte gleichzeitig anschließen und ja, man muss halt immer gucken, wie viel Watt nehmen die Geräte ab und sollte dann gucken, ne, ja, wie schnell dann die Powerstation leer ist. Okay, wir hören jetzt mal auf mit dem Test und schalten jetzt mal das hier wieder ab. Ausschalten dann hier, ne? Also ich finde diese Powerstation hier, diese Bitumen Flash Speed 1000 gar nicht mal schlecht. Und ja, dieses Gerät ist für alle, die gerne draußen unterwegs sind, die vielleicht einen Garten haben, wo kein Strom anliegt. Da kann man das mitnehmen, um dann halt da mal eine Kaffeemaschine anzuschließen, um sich mal einen Kaffee zu kochen oder einen kleinen Mini-Kühlschrank zu betreiben, um halt verderbliche Sachen zu kühlen. Absolut top. Also, ne? Laden, ne? Habt ihr gesehen, über AC fast 700 Watt. Das heißt, laut Hersteller von 0 auf, wenn der Akku oder wenn die Powerstation bei 0 ist, bis 80, sollen das ungefähr 70 Minuten voll sein. Also etwas mehr als wie eine Stunde. Und ja, das ist nicht schlecht, finde ich. Ansonsten, ne? USB-A-Anschlüsse, USB-C, alles, um mal einen Computer zu laden, Laptop oder Kameras und so weiter und so fort. Und natürlich dann halt auch die Sache mit der Unterbrechung, Stromversorgung, alles gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, das ist eine reine Powerstation. Ihr könnt die jetzt nicht zum Einspeisen nehmen, wenn ihr eine Solaranlage habt, also das funktioniert nicht. Das ist also kein Speicher jetzt für, sagen wir mal, ein Balkonkraftwerk, damit ihr abends dann halt euren Überschuss speichern könnt und abends dann einspeisen könnt. Das funktioniert damit nicht. Designmäßig finde ich toll und über den Preis habe ich noch gar nicht gesprochen. Bei Amazon liegt das Gerät momentan, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, bei 699 Euro. Ich werde mal Vitumen anfragen, ob die vielleicht einen kleinen Rabatt geben können. Und wenn das so ist, findet ihr diesen dann in der Videobeschreibung. Also, ich kann das Ding hier wirklich empfehlen. Wie gesagt,
Wenn ihr auch Interesse an dieser Power Station habt von Vitomen, dieser Flash Speed 1000, dann, ne, findet ihr einen Link eben auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das mal angucken oder geht mal bei denen auf die Webseite. Die haben da noch viel mehr Sachen. Was natürlich auch noch toll ist, dass man die halt auch über Solar mit bis zu 300 Watt laden kann. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr fandet das Video jetzt hier informativ. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ach ja, wenn ihr noch ein paar Fragen zu der Power Station habt, ne, dann ab in die Kommentare. Ich versuche sie, sofern ich es weiß, zu beantworten. Ansonsten dürft ihr mich gerne abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.